willkommen beim Echolo-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und neben mir steht Sauli Jankari, weit gereist aus Finnland. Er ist von der Firma Earthsuit. Wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre und arbeiten schon so viele Jahre zusammen in dem Bereich Trockenanzüge, dass wir heute ein bisschen mal was erzählen über die verschiedenen Arten, verschiedene Modelle, die es gibt. Wir fangen mal an. Sauli, hallo erstmal. Hallo, hallo. Wir fangen mal an, wir stehen hier gerade vor zwei unterschiedlichen Anzügen. Das eine ist der Windenergieanzug, also wenn Sie zum Beispiel sich ein Windrad in Ihren Garten gestellt haben, beziehungsweise wenn der Offshore ist, wenn der auf dem Meer steht, dann kauft man solche Anzüge. Genau. Erzähl mal ein bisschen was allgemein zu den Anzügen, weil die sind ja, viele Sachen sind ja gleich, zum Beispiel Reißverschluss. Ja, es sind, also viele Sachen sind gleich. Das ist ein Solas. Wer heißt das? Solas zertifiziert, Steuerradzertifizierung. Ja, genau, ist das? Genau. Und das bedeutet, dass es muss eingebaute Schuhe haben. Ich glaube, das ist auch eine Pflicht bei den Solas zertifizierten Dingern, dass man. Es gibt eine bestimmte, es gibt eine Steuerradzertifizierung. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Berufsgenossenschaft im Spiel ist, dann muss man sich an diese Zertifizierungen halten. Das Material wird getestet, man hat bestimmte Voraussetzungen. Da sind zum Beispiel die Handschuhe dran fest angearbeitet, die dürfen nicht lose sein. Dann muss es orange oder rot Farbe sein. Ah, okay. Also schwarz geht nicht, ja. Anders ist das, die Prinzip ist die gleiche, also die Reißverschluss hier so ganz gleich, ganz ähnlich, also keine große Unterschiede da. Okay, das ist zum Beispiel der Easy. Diesen Easy habe ich schon seit zig Jahren und benutze den sehr intensiv. Der Reißverschluss, und das ist meine persönliche Empfindung natürlich, ich liebe das, Sauli sagt immer, kannst du nicht erzählen. Trockenanzüge haben einen geschlossenen Hals in der Regel. Da geht der Reißverschluss an der Seite her oder man hat zwei Teile. Und bei dem Easy und bei diesem Windenergieanzug geht der Reißverschluss oben bis zum Hals. Also man kann auch sagen, ey, es ist einfach nicht so gefährlich. Ich mache den Reißverschluss hier oben auf, ich habe es schön weit offen. Ich kann ihn einfach so runterklappen lassen. Der traditionelle Trockenanzug, und da werden wir jetzt einfach mal die Position wechseln, werden uns die anderen mal anschauen. Okay. Der hat die anderen Reißverschlüsse und da gibt es noch ganz viele andere Modelle. Fangen wir trotzdem noch mal kurz an. Also, das ist der Windenergy, der ist Solas zertifiziert, der hat dieses Neon-Orange, das ist ein Gore-Tex-Material. Ja. Das ist der Earthsuit Easy, das ist somit der meistverkaufte. Genau, das ist ein Vortex-Material, sehr robust, sehr haltbar. Das ist eigentlich von der Qualität, vom Tragekomfort eigentlich so das Standardmodell. Ja, ja. Jetzt haben wir was richtig Geiles noch. Das ist der neue Gemino. Gemino Action. Ja. Und der sieht total klasse aus und ist ein Zweiteiler. Mhm. Und den zeige ich Ihnen jetzt. Okay. Jetzt stehen wir auf der anderen Seite der Anzüge und jetzt sehen wir hier den Gemino Action. Der Gemino Action ist ein komplett neues Modell. Der hat ein paar andere Ansätze. Man denkt immer, dass Trockenanzüge alle gleich sind oder ungefähr alle gleich. Ja. Das stimmt aber nicht. Man kann die auch weiter verbessern. Es gibt zum Beispiel bei diesem Anzug, da ist ein anderes Material gewählt, also Gore-Tex. Das ist noch hochwertiger als Vortex. Dementsprechend ist es auch ein bisschen teurer. Ja. Dann, Optik sieht komplett anders aus. Also gestern haben ja ein paar Leute das Ding getragen und der sieht aus wie ein Outdoor-Anzug. Das ist ganz anders als früher. Ja, genau. Es ist ein sehr moderner Schnitt. Es ist ein, also sieht aus wie ein ganz modernes Outdoor-Anzug mit schöne Kapuze, ein bisschen Postform in den Knien ist das anders genäht. Genau, und auch die Arme sind so hochgeschnitten, so dass wenn man angeln geht oder sowas, so ist das sehr komfortabel. Ja, das ist ja, also die Bewegungsfreiheit ist immer das Ding. Ich persönlich mag gerne diese freie Bewegung, dass man halt sich vernünftig bewegen kann mit diesem Ding. Auch beim Angeln. Und das ist jetzt wirklich gegeben. Wir haben doppelt genähte Pads an den Armen, wir haben die an den Beinen, am Hintern. Ja. Das ist auch wirklich definitiv robust genug. Ich zeige einmal kurz den Reißverschluss, mach das einmal kurz hoch. So. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen nicht dieses Funktionsprinzip. Es ist ja so, dass wenn Sie einen Trockenanzug tragen, es ist alles komplett geschlossen. Sie haben Füßlinge dran, Sie haben den Reißverschluss geschlossen, entweder hier um den Bauch herum, so eine Art Ventil. Und Sie haben einen geschlossenen Kragen. Und Sie springen ins Wasser, Sie schwimmen ein bisschen und Sie kommen trocken wieder raus. Der Effekt dadurch ist einfach Sicherheit. Sie wissen vielleicht, dass ich regelmäßig im Search-and-Rescue-Bereich arbeite. Und wir erleben es immer wieder, dass Segler und Bootsfahrer ins Wasser fallen, denken, dass die Schwimmweste ausreicht, um nach Hause zu kommen.
Aber das Unterkühlen ist das Problem. Wir haben in Finnland, ich kann mich noch genau daran erinnern, da waren wir vor ein paar Jahren in Finnland, da haben wir ein Eisloch, da muss ich selber sägen, weil er das nicht machen wollte. Und da haben wir ein Eisloch gesägt und ich bin in diesem Eisloch bin ich rumgeschwommen und ich habe nicht gefroren. Und bei 5 Grad Wassertemperatur in Verbindung mit der richtigen Unterziehkleidung hat man bis zu 5-6 Stunden Überlebenszeit. Ja, ja, ja. Also das ist so ein gemütliches Hin- und Herpaddeln. Und wenn ich einen Schwimmanzug habe, man kann es nicht oft genug erklären, ein Schwimmanzug ist schon mal besser als nichts. Also wenn ich in einer Badehose sitze, ist natürlich ein Schwimmanzug besser als eine Badehose. Aber ein Schwimmanzug läuft voll Wasser und das Wasser zirkuliert zwar nicht mehr, aber dieses extrem kalte Gefühl an der Haut, das Wasser ist ja an der Haut, das wird auch ein bisschen Überlebenszeit zusätzlich bringen, aber den Komfort von sowas, auch beim normalen Tragen, ganz normal auf dem Boot, das wird niemals erreicht ohne Trockenanzug. Genau, ja, trocken bleiben ist wichtig, das ist das Wichtigste, ja. Wir haben uns gestern Abend, haben wir uns auch über Qualität und Preise unterhalten. Und klar, wir müssen nicht drüber reden, man muss echt lange für stricken, bevor man sich so einen Anzug kauft, aber ich bin in Finnland gewesen, da hingen im Service direkt in Turku Anzüge von 1986. Ja. Also kaufen Sie sowas jetzt nicht einfach für 3-4 Jahre, so wie man das mit dem Schwimmanzug macht, sondern wir reden davon, dass Anzüge, wenn man sie halbwegs vernünftig pflegt, wirklich Jahrzehnte halten können. Jahrzehnte, deswegen glaube ich nicht, dass es da Probleme in der Haltbarkeit gibt. Ja. Was wir hier auch noch haben, das ist ein Seahorse-Anzug. Wir gehen einmal noch mal kurz die Modelle durch. Was ist das Besondere am Seahorse, außer der Pipi-Schlitz? Ja, das ist der Seahorse Comfort. Ja, das ist ein also gleiches Material mit dem Easy Vortex. Ein bisschen anderer Schnitt hier, so haben wir diese Reißverschluss-Pair. Das ist der traditionelle Reißverschluss, so kenne ich das von früher noch. Ja, und dann hat man natürlich die Hausmanschette hier, so ist ein so dass es muss Und was mir auch aufgefallen ist, wenn wir uns das hier oben mal anschauen, das ist eine neue Machart. Genau. Für diejenigen, die das nicht mögen, wenn das am Hals so oben zugeschnürt ist, da gibt es jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Reißverschluss zu bekommen, damit wir mehr Platz haben oben am Hals. Ja. Sehr angenehm, dadurch ist das nicht mehr so eng wie bei anderen Modellen. Genau. Okay, so. Wir haben jetzt Wind Energy, wir haben den Easy, wir haben den Gemino Action. Also Easy und Action, das sind so die wichtigsten Anzüge. Ja. Der Seahorse ist ein guter, alter, traditioneller Anzug. Da gibt es Liebhaber für. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein paar andere Sachen an, zum Beispiel speziell für Kajakfahrer. Okay. Ich habe von dem Kajakanzug berichtet und dieser Kajakanzug, das ist dieser gelbe. Genau. Und es gibt ja bestimmte Anzüge, die für bestimmte Einsatzbereiche entwickelt wurden. Und Sauli, erzähl einmal ganz kurz bitte den Unterschied, weil zum einen, wenn man den anfasst, der ist sehr, sehr dünn, der ist sehr leicht. Sehr dünn, sehr leicht, genau für die Kajakfahrer. Bewegungsfreiheit macht es dann, denke ich mal, wieder aus. Ja, Leichtigkeit und auch. Die gleiche mit Gemino Action, so der Schnitt hier, alles die Passform ist ganz, ganz ähnlich, aber nur die Oberteil so ist sehr, sehr leicht. Ah, okay. Und warum ist hier vorne dieser Klettverschluss? Ich glaube, damit man vernünftig Kajak paddeln kann, oder? Ja, genau. Und dann gibt es hier eine Speziallösung, so dass man die Spraydecke oder wie auch immer das heißt, so das kommt ganz hoch hier. Und dann kommt diese Spraydeck und dann kann man festmachen. Ah, okay. Also das ist das ideale Modell natürlich, wenn man jetzt Kajak fährt. Ja. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter rüber und das ist der gute alte Gemino Operative. Gemino Operative, ist das. Ja. Ist auch wieder dieser typische Zweiteiler. Den gibt es übrigens in Rot. Hat man einige Teamangler schon gesehen, in Rot. Ja. Den gibt es in Schwarz. Rot in das Schwarz. Sind die beiden Farben, sind das eigentlich. Auch wieder typisch Zweiteiler, Hosenträger drin. Aber jetzt eine persönliche Meinung, es ist mein persönlicher Geschmack. Ja. Der Gemino Action gefällt mir optisch viel besser und ist auch vom Schnitt her sehr schön. Das ist ganz ein bisschen anders hier oben. So ist die Frage und Kapuze so ist ein bisschen anders, anders als in die Gemino Action. Ja. Und jetzt kommt ein Anzug, das hätte ich Ursut so gar nicht zugetraut. So ein Wahnsinnsregenanzug, das ist echt ein Knaller. Weil die Firma Ursut kommt aus dem Tauchbereich
macht Wahnsinnstauchanzüge, macht Trockenanzüge für Angler, für alles, was es gibt. Aber ein Regenanzug in der Qualität, das ist halt jetzt wirklich was Neues, das ist der Merkit. Genau. Und jetzt kurze Nebeninformation, ich habe sehr viel gelernt. Jetzt fragt man sich, was ist Merkit? Wie kann man einem Regenanzug so einen Namen geben? Das ist eine kleine Insel zwischen Finnland und Schweden. Ja, genau. Und ich habe das mal gegoogelt, das ist wirklich eine ganz kleine Insel nur. Und die haben den Anzug so genannt, warum? Weil es da so rau ist, oder? Weil das wissen wir nicht. Ja, ja, genau. Ja. Okay, auf jeden Fall, das ist ein Anzug, den besitze ich auch. Ich gehe auch viel halt raus aufs Wasser. Wenn ich nicht den Easy trage und ich gehe zum Beispiel mit dem Hund spazieren, dann nehmen wir das Ding. Und wir haben hier eine Hose. Gibt es auch mit Hosenträgern? Hosenträger sind da, ja. Normalerweise so. Das sind ganz gute, schöne Hosenträger und schönes, hochwertiges Material. Ja, es ist wirklich, also ich habe das wirklich im strömenden Regen mit dem Hund schon gemacht. Was ich halt sehr angenehm finde, hier alle Nähte sind doppelt verschweißt. Die werden mit so einem heißen Verfahren, Heißklebeverfahren, werden die zugemacht. Also es kann da definitiv nichts rauskommen. Und das ist halt 100% wasserdicht und trotzdem atmungsaktiv. Ja. Bei den Preisklassen hat man wirklich das höchste Level eigentlich an Qualität erreicht, was man haben möchte. Das ist halt jetzt nicht diese billige Baumarktware, die man sonst irgendwo findet, sondern das ist halt ein Merkit, das ist ein Earthsuit-Produkt im höchsten Level. Ja, Sauli, danke, dass du da warst. Danke, dass du uns auch ein bisschen was erzählt hast. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr Informationen haben wollt zu Earthsuit oder anderen Dingen, ruft uns an unter 05251 184 1096 oder besucht uns auf unserer Website www.echolozentrum.de.